Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe Fotos verbessern mit GIMP. In dieser ersten Folge möchte ich dir zeigen, wo man GIMP herunterladen kann, wie man Grafiken öffnen, speichern, exportieren kann, also an und für sich keine allzu anspruchsvollen Dinge, aber auch diese sollte man wissen. GIMP herunterladen kann man in zwei Versionen. Hier mal über diese Webseite www.gimp.org und hier dann in der Downloads-Bereich. Und hier kann man das kostenlose Open-Source-Programm GIMP herunterladen. GIMP ist also kostenlos und kann auf jedem Windows- oder Linux-Rechner verwendet werden. Es gibt eine Version, die man fest auf dem Gerät installieren kann. Und es gibt eine Version, die man auch auf einem USB-Stick zum Beispiel mitnehmen kann. Das bedeutet also, dass diese Software, das Programm GIMP, also nicht auf dem Gerät fix installiert ist, sondern immer durch einen Doppelklick von einem USB-Stick oder einer externen Festplatte aus gestartet werden kann. Diese portable Version bekommt man, wenn man zum Beispiel über Google ist, man gibt ein GIMP Portable, dann kommt man hier zum Beispiel die Seite von GIMP angezeigt oder von der Seite, die diese portable Version dann auch herausgibt, GIMP Portable auf Portable Apps. Und dann gelangt man auch schon zur entsprechenden Seite und hier kann man dann diese portable Version dann herunterladen. Man entzippt sie dann im Prinzip dann und startet sie mit einem Doppelklick. Ich gehe jetzt dann gleich einmal in GIMP hinein und ich habe hier ein Bild geöffnet. Dieses Bild werden wir dann in der nächsten Folge dann bearbeiten. Wir werden konkret hier diese roten Augen dann versuchen zu entfernen. Und jetzt möchte ich aber zeigen, wie man Grafiken öffnet, Fotos öffnen kann, speichern kann und exportieren kann. Das ist insofern ganz wichtig, dieser Hinweis meinerseits, weil es mehrere Grafikformate gibt, die man mit GIMP bearbeiten kann. Dieser Unterschied der Grafikformate zeigt sich bei GIMP in den Menüs letztlich. Wenn man hier auf Datei geht, gibt es hier Speichern unter und Exportieren. Wenn man etwas speichert, dann speichert man das in einem GIMP-eigenen Format. Das ist das XCF-Format und dieses XCF-Format hat den Vorteil, dass wenn ich hier bestimmte Veränderungen durchführe bei GIMP, kann ich die dann auch später rückgängig machen. Ich kann aber auch ein fertiges Bild, ein fertiges Foto zum Beispiel, wenn ich es bearbeitet habe, dann auch exportieren in einem Format, das vielleicht dann bekannter sein dürfte, zum Beispiel in PNG, in JPEG und in allen anderen bekannten Formaten. Wenn du noch etwas nicht genau wissen solltest, welche Formate man da verwenden könnte oder was überhaupt Grafikformate sind, dann hier ein Hinweis meinerseits. In der Regel wird, wenn du ein Foto aufnimmst mit deiner Digitalkamera, das JPEG-Format verwendet. Es gibt aber auch verschiedene Grafikformate, die auch noch andere Möglichkeiten ermöglichen, wie Transparenz und dergleichen mehr. Mehr dazu dann in anderen Videos. Jetzt einmal insofern so der Hinweis meinerseits. Wenn du eine Grafik exportieren möchtest und sie zum Beispiel für eine Webseite verwenden möchtest oder sie irgendwo heraufladen möchtest, um dann später bei einem Fotoservice diese Fotos dir in einer schönen Form ausgedruckt zusenden lassen möchtest, dann verwende das PNG oder das JPEG-Format. Wenn du aber dann eine Grafik weiter bearbeiten möchtest mit GIMP, dann verwendest du mit Speichern unter das entsprechende XCF-Format. Man sieht hier hier oben dann die entsprechende Dateinamenerweiterung und dann kannst du ein Foto auch in diesem XCF-Format dann abspeichern. Also noch einmal zur Wiederholung. Bild speichern unter führt dazu, dass das XCF-Format verwendet wird, das GIMP-eigene Format. Man könnte auch von einer Arbeitsdatei sprechen. Und wenn ich exportieren als verwende, dann kann ich hier ein anderes Format wählen. Und wie mache ich das? Ich wechsle auch noch für sich hier an und für sich nur die sogenannte Dateinamenerweiterung aus. Ich schreibe jetzt hier nicht zur JPEG zum Beispiel, schreibe ich dann zum Beispiel PNG. Dadurch bekomme ich dann ein anderes Grafikformat. Klicke dann auf Exportieren. Machen wir das einmal. Bekomme dann bei PNG dann ein weiteres Fenster eingeblendet, kann dann hier unterscheiden zwischen dem sogenannten Kompressionsniveau. Das bedeutet, dass die Grafik dann dementsprechend eine geringere Dateigröße haben wird, aber auch dann nicht mehr in diesem Ausmaß scharf sein wird. Aber für Webseiten benötigt man zum Beispiel nicht die vollkommene Schärfe. Und ich kann dann hier zum Beispiel dieses Kompressionsniveau, also die Art und Weise, wie mein Bild dann eben komprimiert wird,
auf 6 einstellen, klicke auf Exportieren und im ausgewählten Verzeichnis wird dann auch schon hier das Foto dann exportiert werden. Je nach Größe des Fotos, der Grafik kann es halt dann kürzer oder länger dauern. Und wenn ich dann in das Verzeichnis schaue, habe ich jetzt in dem Fall hier meine Ausgangsdatei, eine JPEG-Datei, eine PNG-Datei und eine XCF-Datei. Wie gesagt, je nach Wahl der Datei-Extension kann ich dann mein Foto in einer unterschiedlichen Format dann abspeichern. Soweit, also danke für das Zuschauen und im nächsten Video wird es dann um das Korrigieren der roten Augen gehen.